Hey ho, Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu WrestleQuest. Ja, wir müssen hier hin zum Red Dice Hügel, um ein Itty-Bitty-Titty-Bag zu holen von Sergeant Slaughter, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Offenbar ist er einer der legendärsten Pro-Wrestler hier, aber mal gucken. Hey, Luchador! Psst, nicht so laut! Außerdem, runter! Was? Warum? Oh, schade. Was zur Hölle war das? Ein Scharfschützenprojektil. Abgefeuert von einem Federdruck-Hochgeschwindigkeits-Dartgewehr. Wenn ich mich nicht erinnere. Ihr hattet recht damit, dass diese Mal noch eine heiße Sonne ist. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Aus demselben Grund wie du. Vielleicht sollten wir alle zusammenarbeiten. Das könnte unsere Überlebensrate erhöhen. Ich bin dabei. Es wäre mir eine Ehre, an der Seite des Tiefsee-Terrors zu arbeiten. Freunde, schwimmen, wir schwimmen jetzt als Schwarm. Okay, in den Gräben sind wir sicher, aber wenn wir ins Niemandsland hinauslaufen, seid ihr dem Scharfschützenfeuer ausgesetzt. Bleibt einfach in Bewegung, ihr solltet eigentlich davon kommen. So, der wird wahrscheinlich mit Level 1 bei uns starten. Vermute ich mal stark. Ja, natürlich ist er Level 1. So, warte mal. Wir haben erstmal einen Hype-Typ. So. Ich bin der obwohl, warte mal. Ich bin ja eigentlich eher der Sidekick, weil ich heile auch. Was macht er denn vielleicht? Er ist vielleicht der Showman. Und ich bin Powerhouse, genau. So, lassen wir es erstmal. Ich habe ja auch ein paar Sachen zum... ja, aufbessern. So, Brink, Logan und der Luchador. Alles, was zum Verbessern geht, wird erstmal genommen. So, nach dem Abkacken und wieder neu laden ist es wenigstens schon mal so weit gut, dass hier nicht mehr irgendwelche Doppelungen drin sind. Schalten die damit cool aus. Außerdem fügen sie allen Basisangriffen Hiebschaden zu. Hä? Nur wegen dem Rüstungswert, ganz ehrlich, ne. Aber ich dachte, ich hätte auch mal hier so einen Feuerschläger gehabt. Ist jetzt aber egal. So, na dann. Hier so eine Poison Ivy Geschichte, okay. Könnte ich ein Bäumchen? Ah ja, da will ich hin. Komm ich unten lang? Ja, ja. Oh, ich komme nicht weiter, okay. Ich komme nicht weg. So, Ausrüstung. Nicht Wintermuckis, sondern den Feuerarm. Standard Nebenwaffe vom Militärspielzeug verursacht Feuerschaden. Uiuiuiuiui. Nehmen wir mal mit. Jetzt bist du dran, Fräulein. Wir müssen uns ja offenbar hier durchkämpfen, hä? Itty bitty titty back.
Menschen mit hohen Schaden Frontflip, der hat sich das Fisch auf die Internet, gell? Komme ich gleich mal nur wieder hoch. Dann können wir ruhig das Ganze noch machen. Take one shot. So, da haben wir noch so einen Pfeifenzeisig. Oh, 4. Einen habe ich schon mal. Das ist eine Granate.
Was? Er heilt. Wenigstens bessere Techniken schon mal für ihn. So, bei uns reicht's noch. Okay. Oh ne, ich komme hier nicht lang. Naja, hier gehen wir hier lang. Was haben wir denn hier? Bessere Blase. Wissen wir, was nennen wir denn? Springboard Corkscrew Crossbody Splash. Ein Gegner schaden. Schnell kann es gehen. Oh ja, da ist eine Kiste, die würde ich auf jeden Fall. Was ist das für eine Tür? Bitte Passwort eingeben. Oh nein, Simon sagt. Warum schaut ihr mich so an? Sind das diese. Sind diese Sachen nicht dein Ding? Ja, bist du nicht dein Auftragskiller oder so? Was? Wollt ihr Witze machen? Ich bin kein Profi-Wrestler, kein Auftragskiller. Ich bin ein Profi-Wrestler, kein Auftragskiller, so rum. Oh Mann, meine Welt wurde gerade zerstört. Das hilft uns aber immer noch nicht bei dem Passwort. Wir brauchen einen Hinweis. Hinweis gewährt. Bitte Passwort eingeben. Zuerst. Rot, grün, gelb. So, ich darf nicht rennen. Oh. Blau, grün. Was ist denn das für ein Mist? Ist halt scheiße, wenn man den ersten halt nicht sieht, ne? So, jetzt aber.
Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Zugang gewährt. Oh yeah, Militärschläger. Mann. So, weil wir den jetzt haben, speichern wir. Was habe ich jetzt gerade gefunden? Ich habe gar nicht gelesen. Mist, 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 Mist. Charisma Booster, da hatten wir vorher schon. Ah, hier, der Sergeant Hut ist da neu, oder? Erhält die Chance auf einen Gegenangriff um 5%. Haben wir immerhin gefunden, ne? Bitte nicht. Nein, danke. Klebeband, super. Sieht aus, als ob wir das Zeug da drinnen finden. Die weg. Naja, okay, gut. Ein Poison Ivy-Verschnitt hier. Und ein Simon sagt. Gehen wir hin. War echt, ey. So knapp, Volle Bitte. War so knapp. Falls ich es komplett vergacke. Rot, grün, grün. Ein Stirnband.
Nach Verspotten werden alle Gegner für eine Runde auf dich zielen, okay. Ich das brauche. Ganz ehrlich, nee. Dieses Auto ist ein Labyrinth. Es ist wie ein verworrenes Netz aus Schützengräben, Bunkern und Scharfschützen. Was für ein Vogel baut denn ein Netz aus Gräben und Scharfschützen? Interessant. Dieser Bunker am östlichen Ende des Komplexes ist der am stärksten bewachte. Welcher genau? Da müssen wir hin, ja. Wenn ich ein gestohlenes Wrestling-Artefakt abbauen wollte, würde ich es dort unterbringen. Es muss da unten sein. Ich schätze, wir wissen, wo wir als nächstes hingehen müssen, oder? Aber wie? Ja, das ist ja kein Problem, hä? Ja, ein Simon sagt schon wieder. Rot. Grün. Rot. 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 Grün. Rot. Rot. Sehr schön. Halt, da ist eine Kiste. Oh, kann ich nicht kaputt machen, okay. Okidoki. WTF? Hey, gib mir was. Nimm ihn in Ruhe. Und was? Ein Tagebuch. Den Spuren nach zu urteilen, würde ich sagen, es gehört einem hochrangigen Offizier. Was steht da? Der letzte Eintrag handelt vor der Schlacht hier. Es sieht so aus, als hätte Feldwebel Leclue einige schwierige Entscheidungen treffen müssen und wurde von seinem Kommando entbunden. Er hatte einen Streit mit dem neuen ranghohen Offizier Colonel Lemon. Es sieht so aus, als ob er es bereut hat, sich nicht in den Colonel versöhnt zu haben, da sie Freunde waren. Okay, von mir aus. Ich hoffe, ich bin hier richtig, um da zu der Truhe zu kommen. Also ansonsten bin ich falsch abgebogen. Also die Fähnchen sind auf jeden Fall hübsch. Gegen das Pin bringt das eh nichts. Take one shot.
bleibt schon mal wieder viel zu lange dort, der Kampf. Alter Falter. Das sind nochmal eine Menge Gimmicks. Ja, geht, da geht's rein. So, was haben wir denn jetzt da? Grün, rot, gelb. Das nächste Mal auch was Schwieriges, bitte. Okay, Zeitenhalskette. Wenig um den Kampf herum. Von daher. Der Maple Moon Shoot. Wenn die Dinge nicht mehr klar laufen müsste, dann würde ich schauen, dass er eine gute Chance hat, einen sofort in den Kopf. Nehmen wir den mal. Was haben wir denn hier jetzt? Wir haben dich hier, wenn du dich mit dem Face-Slash verkaufst, dann kriegen wir das direkt mal mit Geld folgen. Und wieder einmal den Feldsprung. Scheiß Tag Team anscheinend. Große Heilung für alle Verbündeten. Nehmen wir da mit. Alter. Immer lieber auf Nummer sicher gehen beim Pin. Thank you.
Okay, da sind wir. Er ist nicht hier. Hm, wir müssen ein paar Informationen sammeln. Ich wette, die Scharfschützen können uns mehr sagen. Vielleicht kannst du ja mit einer Frage zurückschießen. Negativ. Ich habe allerdings einen Plan. Aber wir müssen in Position gehen. Nein. Hm. Ein Pyro-Zertifikat, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jemand sollte dir beibringen, wie man schießt. Ja, wie seid ihr hier hochgekommen? Erster Tipp, es hilft, wenn du sehen kannst. Machen wir es kurz, sag uns, wo der Itty-Bitty-Ditty-Bag ist und wir lassen dich gehen. Er wird im versunkenen Staat aufbewahrt. Es ist eine streng geheime, extrem getarnte Sonderausgabe eines Spielzeugsets, einer militärischen Einrichtung. Da kommt ihr nie hin. Wir sind schon so weit gekommen, zu weit, um jetzt umzukehren. Wir kommen jetzt zum versunkenen Staat. Gleich da vorne ist der Eingang, wenn ihr so entschlossen seid zu sterben. Militärbasen machen mir keine Angst, Serpiente. Ich habe mich Gegnern gestellt, die dreimal so groß waren wie ich. Meistere die besten Highdives, okay? Wurde durch Aquarien geworfen und vieles mehr. Na dann, viel Glück bei der automatischen Verteidigungsanlage. Sie wird euch in geschmolzenen Plastik verwandeln. Außerdem müsst ihr ein dreiteiliges Zugangssystem aktivieren, um den Bunker, dem das Ding aufbewahrt wird, zu öffnen. Komm schon, Amigos. Wrestling-Geschichte wartet. Kommt schon, so schlimm kann es doch nicht sein, oder? Na, wir wissen es noch nicht.